Diese kleinen süßen Wesen sind im Alter von nur wenigen Wochen aus ihrem Nest gefallen. Das passiert dem jungen Eichhörnchen-Nachwuchs nicht selten. Starke Unwetter oder erste Sprungversuche sind Gründe, warum sie auf dem Boden unter ihrem Kobel landen. Vor nur wenigen Wochen habe ich selbst ein kleines Baby-Eichhörnchen gefunden. Natürlich schossen mir da viele Fragen durch den Kopf. Wie verhalte ich mich in dieser Situation? Wie leiste ich erste Hilfe? Und vor allem, darf ich das Baby-Eichhörnchen überhaupt anfassen? Um diese Fragen zu klären, besuche ich heute die Auffangstation in Frankenthal. Martina Dell und Jacqueline Steiner vom Tierschutzverein Frankenthal kümmern sich aktuell um rund 8 Eichhörnchen-Findelkinder. Einige davon sind wenige Wochen alt, andere springen schon im fortgeschrittenen Alter herum. Sollte ich ein Eichhörnchenbaby finden oder es läuft mir eins nach und geht mir am Bein hoch, dann muss ich auch keine Angst haben, weil viele Leute haben dann auch Angst, dass das Tier irgendwie krank ist oder irgendwas hat. Das sucht ganz einfach nur Hilfe. Und diese Hilfe sollte mir ihnen dann auch geben, indem man das Tier wirklich erstmal sichert, vorsichtig mitnimmt und guckt. Also dazu fasse ich das natürlich an, um zu fühlen, wie ist die Körpertemperatur. Das Eichhörnchen sollte sich immer wärmer anfühlen als die Hand. Ist das Tier in der Auffangstation, wird es zunächst medizinisch untersucht und behandelt. Das Wiegen gehört genau wie das Füttern dazu. Unser Ziel ist es, jedes verletzte Eichhörnchen sowie alle Jungtiere, die irgendwie Anschluss an Mutter, Geschwister verloren haben, gesund großzuziehen. Und dann aber auch wiederum hier auszuwildern, weil Wildtier ist Wildtier und soll auch ein Wildtier bleiben. Um ein Eichhörnchen aufzupäppeln, braucht Martina viele Wochen, manchmal sogar Monate. Nachdem das Findelkind gefunden wurde, gibt es also viel zu tun. Als allererstes sollte der Fundort nach weiteren Eichhörnchengeschwisterchen abgesucht werden. Die zweite Hilfsmaßnahme besteht darin, das Findelkind mit Wärme zu versorgen, zum Beispiel mit Hilfe einer Wärmflasche oder eines Handtuchs. Als drittes sollte das Findelkind zurück an den Fundort gelegt werden, in der Hoffnung, dass die Eichhörncheneltern dieses wieder zurück in ihr Nest holen. Geschieht dies nicht, sind wir bei Maßnahme Nummer 4, den Eichhörnchennotruf wählen. Denn eins ist sicher, im Tierschutzverein gibt es die besten Mittel, um das kleine Wesen wieder fit zu machen.